Künstlichkeit ist die Natur des Menschen und sein Wesen ist die Unbeständigkeit. Dies ist wahrscheinlich der markanteste Satz in Günther Anders' negativer Anthropologie. Negativ ist sie, weil laut Anders der Mensch zur Freiheit verdammt ist. Freiheit ist also sein Defekt. Es ist das, was uns vom Tier unterscheidet. Und wenn wir uns einmal tatsächlich in den Kaninchenbau verirren und der Paradoxie aus Freiheit und Kontingenz nicht mehr entkommen können, dann kann die Antwort eigentlich, so anders niederschmetternd, nur der Selbstmord sein. Albert Camus lässt grüßen. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass über den Schriften von Anders eine eigenartige Allgegenwärtigkeit des Todes liegt. Von ihm stammt auch der Satz: Wir sind alle schon tot, nur wir wissen es noch nicht. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Die Frage lautet nun, wie es dazu kommt, dass der Mensch, der ohne Welt ist, eine Welt schafft, in der er nicht mehr ist, aus der er verschwindet, weil er das technologische Potenzial geschaffen hat, sich selbst zu zerstören. Ich spreche hier natürlich von der Atombombe. Dazu will ich im zweiten Teil meiner Günther Anders-Reihe den Blick von der philosophischen Anthropologie hin zu Anders Technikphilosophie und Medientheorie wenden, um dann im dritten und letzten Teil tatsächlich über die Bombe zu sprechen. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Wer Günther Anders kennt oder dem Namen etwas sagt, der verbindet mit ihm wahrscheinlich entweder seine kurzzeitige Ehe mit Hannah Arendt oder er denkt an seine dezidierte und unerbittliche Haltung zur Atombombe. Dass dem so ist, liegt sicherlich auch daran, dass kein Thema so viel Aufsehen und Publizität erhielt wie Anders Haltung zur atomaren Rüstung. Denn was Anders in den 80er Jahren tat, war ein gut behütetes Tabu zu brechen, und zwar das Tabu des staatlichen Gewaltmonopols. Mit dem Motto, macht diejenigen kaputt, die bereit sind, euch kaputt zu machen, forderte Anders, dass man im Notstand der atomaren Bedrohung in eine Notwehr übergehen müsse. Raimund Bahr schreibt dazu, Zitat: Was Günther Anders meinte, war, dass im Falle einer existenziellen Bedrohung, die vom Staat gegen seine Bewohner ausgeht, diejenigen Menschen, die sich zur Gewaltanwendung gegen den Staat durchringen, nicht als Kriminelle diffamiert werden dürfen, sondern dass deren Mut und Engagement durchaus legitim und zu würdigen sei. Zitat Ende. Doch die Sache mit der Atombombe lässt sich nicht ausreichend erläutern, wenn man nicht auch seine philosophischen Überlegungen zu Mensch und Technik zusammenführt und mit seinem biografischen Werdegang verbindet. Dazu möchte ich noch einmal auf seine Biografie und auf seinen Werdegang blicken, welchen ich bereits im ersten Teil rudimentär beleuchtet habe. Mein Interesse gilt hier zunächst dem Vater. Wiederum Raimund Bahr schreibt dazu, Zitat: Die vielleicht wesentlichste Kritik, die Günther Anders an seinem Vater übte, war, den Prozess der beginnenden Vernichtung von Menschen nicht sehen zu wollen oder zu können. Zitat Ende. Bahr spielt hier auf Günther Anders' Reflexion der 20er Jahre in der Weimarer Republik an und wie sich sein Vater zu dieser Zeit verhielt. Anders beispielsweise las 1928 Hitlers Mein Kampf, wofür er von Freunden natürlich verlacht wurde, weil diese in Hitler nur den neuesten Anstreicher des Faschismus sahen. Er aber nimmt dieses, Zitat, gemeine, hassfreudige, zum Hassen aufreizende, achtelgebildete, feierliche, rhetorisch mitreißende, unstreitbar höchst intelligente Buch zur Kenntnis, Zitat Ende, und weiß, dass, Zitat, dieser Mann sagt, was er meint und meint, was er sagt. Zitat Ende. Sein Vater aber hält am naiven Humanismus des 19. Jahrhunderts fest. Er kann und will diesen nicht ablegen. Dieser Humanismus wird dann, so Anders in aller Härte, in den Todeslagern von Auschwitz schlussendlich und für alle Zeit zugrunde gehen. Der Schock über Auschwitz ist also auch ein Schock über eine Generation, die die Zeichen der Zeit nicht deuten wollte. Der Vater steht so für Anders paradigmatisch für den Zusammenbruch der Aufklärung im Nationalsozialismus. Zitat: Was ich über ihn sage, das sage ich ja nicht eigentlich über ihn, sondern über alle seinesgleichen, über eine ganze Generation. Zitat Ende. Ein Gedicht von Günther Anders klagt wiederum die Blindheit und Uneinsichtigkeit des Vaters an. Was nun folgt, ist ein kurzer Auszug aus dem Gedicht Vor dem Spiegel.
Da heißt es, Zitat, hättest du doch damals dich ermannt und ohne falsche Scheu bekannt. Ich diente der falschen Welt. Zitat Ende. Doch Auschwitz ist nicht die einzige zentrale Zäsur im Leben Anders. Als am 6. August 1945 der Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima erfolgt, wird das Schreiben, Denken und Handeln von Anders für immer verändert. Was für Anders unbegreiflich blieb, war, dass zwei Tage nach Hiroshima und einen Tag vor Nagasaki die Ächtung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschlossen wurde und das also zu einem Zeitpunkt, als die Amerikaner genau dieses Verbrechen verübten, dafür aber niemals angeklagt wurden. Kein Wunder also, dass Anders während des Vietnamkriegs am sogenannten Russell-Tribunal gegen die USA teilnahm. Die Auswirkungen dieser historischen Ereignisse sind für die Anders-Biografie also nicht zu unterschätzen. Hier bündeln sich die Gründe für jene pessimistische Apokalyptik, die Anders Arbeiten bis an das Ende seines Lebens prägen sollten. Wie schlagen sich nun die Ereignisse von Hiroshima und Auschwitz in den philosophischen Arbeiten von Günther Anders nieder? Ich möchte hierzu zunächst an seiner negativen Anthropologie anknüpfen, die ich im ersten Teil behandelt habe. Diese negative Anthropologie besagt ja, dass der Mensch, unbestimmt, kontingent und doch frei, einen Weg sucht, wie er den Vorsprung einholen kann, den die Welt vor ihm hat. Die Antwort darauf ist Technologie oder allgemeiner ausgedrückt die Produkte, die der Mensch macht, um die Welt zu beherrschen. In dem Verhältnis von Mensch und Produkt erkennt Anders nun eine Veränderung. Diese Veränderung wäre ihm übrigens nicht aufgefallen, hätte Anders in seiner US-Zeit nicht in amerikanischen Fabriken gearbeitet. Er schreibt, Zitat, dann arbeitete ich in Los Angeles Fabriken, eine Erfahrung, die ich wahrhaftig nicht missen möchte. Ohne meine Fabrikzeit wäre ich in der Tat niemals fähig gewesen, meine Kritik des technologischen Zeitalters, also mein Buch Die Antiquiertheit des Menschen, zu schreiben. Zitat Ende. Was aber hat es nun mit der Antiquiertheit des Menschen auf sich? Was ist seine Kritik am technischen Zeitalter? Das Kernstück seiner These und das Grunddilemma unserer Zeit lautet so Anders, dass wir Menschen invertierte Utopisten seien. Dazu definiert er zunächst den Utopisten. Dieser ist einer, der sich etwas vorstellt, was er aber nicht herstellen kann. Und der invertierte Utopist ist nun der, der sich das, was er herstellt, nicht mehr vorstellen kann. Dieser Gedanke ist, so behaupte ich einmal, recht tief in unser Bewusstsein eingedrungen. Bereits der Umgang mit unserem Smartphone offenbart das, was für Anders zentral ist, und zwar eine Diskrepanz zwischen Vorstellen und Herstellen. Dieses Gefälle zwischen den Geräten, die wir nicht mehr verstehen, die uns aber von sich abhängig machen, weil sie uns in gewisser Hinsicht überlegen sind, nennt er ein prometisches Gefälle. Er spricht hier ganz konkret von einer täglich wachsenden Asynchronisiertheit zwischen Mensch und Produktwelt. Unser Versuch also, den Vorsprung der Welt einzuholen, hat dazu geführt, dass wir Geräte geschaffen haben, denen wir hinterherhumpeln, weil sie uns längst abgehängt haben. Oder anders ausgedrückt, indem wir versucht haben, unsere Grenzen zu erweitern, um die Welt in den Griff zu bekommen, haben wir uns durch die Technologie die eigenen Grenzen aufzeigen lassen. Und nun hecheln wir der Technologie nach. Anders schreibt, Zitat, unsere Produktwelt ist indefinit, offen, plastisch, täglich umbaubegierig, täglich adaptionsbereit für neue Situationen, täglich auf den Sprung in neue Aufgaben, täglich stellt sie sich in Error- und Trial-Methoden umgebaut als andere dar. Und wir und unser Leib, nichts vom täglichen Wechsel. Zitat Ende. Aus der prometischen Scham folgt also eine Art Selbstverzwergung vor der Technologie. Und das meint eine Scham vor der beschämend hohen Qualität der selbstgemachten Dinge. Zentral ist, dass diese Scham nun ins Existenzielle umkippen kann, und zwar als eine Scham davor, geworden statt gemacht zu sein. Das führt uns noch einmal zur philosophischen Anthropologie zurück, denn hier hat Anders den Schambegriff schon einmal definiert. Scham bezeichnet nach Anders nämlich eine Reaktion des Subjekts, welches merkt, dass es kontingent und zufällig ist und doch akzeptieren muss, dass es keinen Ursprung hat.
Wenn ich mich also schäme, dann will ich flüchten vor mir selbst, vor dem endgültigen und nicht widerrufbaren Zustand, ich zu sein. Gleichzeitig aber, wohin ich auch flüchte, taucht eine Sackgasse auf. Ich bleibe also mir selbst ausgeliefert. Als sich Schämender will ich also nicht gesehen werden. Ich werde aber leider immer gesehen und es ist nun die Maschine, die mich sieht und vor der ich mich schäme. Denn diese hat im Unterschied zu mir einen Ursprung. Noch einmal anders, Zitat: Der Mensch verachtet sich nun so, wie die Dinge, wenn sie es könnten, ihn verachten würden. Und wenn er sich schämt, so eben dieser, wie er glaubt, wohlverdienten Verachtung. Solche Selbsterniedrigung vor Selbstgemachtem hat es seit dem Ende der Idolatrie nicht wieder gegeben. Zitat Ende. Wir sprechen hier also auch von einer unmittelbaren Prägung durch Technik. Daher schlussfolgert Anders auch, dass wir Technik nicht wertneutral auffassen können, denn sie ist keineswegs vom Gesellschaftstyp abhängig, sondern durch die Vorgabe der Geräte wird ihre Anwendung bereits festgelegt. In den Worten von Konrad Paul Liesmann, Zitat: Spezifische ökonomische, soziale und politische Verhältnisse produzieren Maschinen, die ihrerseits spezifische ökonomische, soziale und politische Veränderungen nach sich ziehen. Zitat Ende. Daraus folgt ein Teufelskreis. Noch einmal anders. Zitat: Je größer das Elend des produzierenden Menschen wird, je weniger er seinen Machwerken gewachsen ist, umso pausenloser, umso unermüdlicher, umso gieriger, umso panischer vermehrt er das Beamtenvolk seiner Geräte, seiner Untergeräte und Untergeräte. Zitat Ende. Damit wird die Technik zum neuen Subjekt der Geschichte und die apokalyptische Losung Anders geht wie folgt: Frei sind die Dinge, unfrei ist der Mensch. Denn die Sachzwänge der Technik, die können wir emotional wie kognitiv weder bewältigen noch durchschauen. An dieser Stelle muss aber angemerkt werden, dass Anders hier nicht eine kulturpessimistische Verschlimmerung des edlen Zustands des Menschen kritisiert. Erinnern wir uns, Anders unterstellt dem Menschen ja eine Unspezifität. Es gibt also kein nobles metaphysisches Wesen des Menschen. Das Problem aber, so wiederum Liesmann, besteht darin, dass der Mensch durch diese Selbstverwandlung, durch diesen Versuch der Anpassung an die Maschine, also aus Liebe zu den Geräten, die eigene Freiheit einschränkt oder aufgibt. Anders übt hierzu einen harschen Vergleich. Denn wenn der Mensch sich selbst zur Sache macht, dann endet die Gesellschaft in der Shoah. Deswegen kämpfte Anders Zeit seines Lebens immer für die Aufrechterhaltung der Differenz von Mensch und Maschine. Was Anders in der Antiquiertheit des Menschen negativ entwirft, ist also im Grunde die mentale Präkonfiguration der transhumanistischen Technophilie. Nicht zufällig erwähnt Anders hierzu den Mythos von Ikarus, nur dass er die Moral der Geschichte umdreht. Nun ist es nicht das Flügelwachs, welches versagt, weil es zu nah an die Sonne gerät. Es ist nun Ikarus selbst und sein träger Körper, der als Ballast abgeworfen werden muss, damit die Flügel fliegen können. Genau davon träumen Transhumanisten, nämlich von der Überwindung der körperlichen Gebrechlichkeit. Passend heißt es dazu bei Anders, Zitat: Absicht der Experimente ist es, die Physis, die stets als Fatum gegolten hatte, einer Metamorphose zu unterwerfen, sie ihrer Fatalität zu entkleiden. Zitat Ende. Die prometische Scham führt also einerseits in die transhumanistische Hybris, andererseits zur Bedrohungslage einer sich selbst auslöschenden Menschheit. Denn die Atombombe ist jene Technologie, die die Erde mit einem Schlag vernichten kann. Dies werde ich im letzten Teil meiner Reihe zu Günther Anders thematisieren. Doch diese Episode möchte ich mit seiner phänomenologischen Betrachtung des Fernsehens beenden, denn seine Kritik an der Technik, also der Weg vom Menschen ohne Welt hin zur Welt ohne Mensch, führt über das Bild von Welt, welches wir uns durch unsere technischen Gerätschaften direkt nach Hause liefern können, um so die Welt als solche, versteckt hinter all den Milliarden Bildern, verschwinden zu lassen. Wie lautet nun seine These?
Anders behauptet, dass Kommunikationstechnologien Phantome erzeugen. Daran wiederum schließt sich eine Theorie des Bildes an und die These lautet, dass das Hauptverhängnis unserer heutigen Zeit eben Bild heißt. Doch diese These muss konkretisiert werden, denn es geht hier nicht allgemein um das Bild, sondern um das elektronische Bild. Und hier liebäugelt der Philosoph durchaus mit der jüdischen Tradition des Bildverbots. Doch um was geht es genau? Anders geht es darum, dass technologische Bilder, die über das Fernsehen in die Wohnzimmer der Menschen ausgestrahlt werden, eine immer stärkere Rolle in der Imagination von Welt einnehmen. Das Bild wird also zu einem Surrogat für die Wirklichkeit und droht, sie abzulösen. Die Frage lautet nun, was dieses Bild, welches da durch den Fernseher geliefert wird, eigentlich ausmacht. Anders betont hier etwas, was er die ontologische Zweideutigkeit nennt. Das meint, Zitat, dass das Fernsehbild keine der Sphären zuzuordnen ist, in denen wir zu denken gewohnt sind, Schein oder Wirklichkeit, Abbild oder Realität. Zitat Ende. Ein gesendetes Ereignis, paradigmatisch ist hier das Live-Ereignis, ist nämlich weder rein abbildhaft, es ist auch keine Art ästhetischer Schein, es ist aber auch nicht die Wirklichkeit des Ereignisses selbst. Es ist also gegenwärtig und abwesend zugleich und genau deswegen sind die Bilder des Fernsehens Phantome. Doch was erfahren wir nun über diese Phantome von der Welt? Nehmen wir das Beispiel der Nachrichten. Das Wesen der Nachricht, so anders, besteht nicht in einem Faktum, sondern immer in einem Urteil über das Faktum. Der Bote ist der Herr des Herrn, so anders. Die Folge, das neue Faktum, welches die Nachricht darstellt, löscht die Differenz zwischen Abbild und Ereignis aus, verheimlicht aber, dass es immer schon ein Urteil ist. Der Herr weiß nicht, dass der Bote sein Herr ist, so liest man. Was aber präsentiert das Fernsehen nun als Faktum, welches ein Urteil ist? Es sind die Waren, die sich verkaufen sollen, so anders. Und sobald sie im Fernsehen existieren, sind sie auch schon von Qualität. Zitat, im Bild gewesen zu sein, ist schon Qualitätsmerkmal an sich. Zitat Ende. Damit strukturiert das Fernsehen nicht nur unser Bewusstsein und unser Verhältnis zur Welt, sondern zweifellos auch unser Verhalten. Anders spricht hier von der Schaffung des Masseneremiten. Damit ist gemeint, dass der Zuschauer, der nun als Massenpublikum ein Massenmedium nutzt, vereinzelt zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Der Fernsehkonsument wird so zu einem Heimarbeiter, der sich darin wiederum stark vom Kinozuschauer unterscheidet, der im Kinosaal ja bekanntlich eine Massenerfahrung macht. Dieser Masseneremit wird nun durch das Fernsehen um seine Sprache, Ausdrucksfähigkeit und Sprachgelegenheit beraubt, so anders. Mit dem Verlust der Sprache sei nämlich ein Verlust der Erlebnisfähigkeit verbunden, und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Mensch so artikuliert ist, wie er selbst artikuliert und so unartikuliert wird, wie er nicht artikuliert. Eine solche Passivität des Zuschauers verbindet sich dann mit der Distanzlosigkeit des Geschehens, denn alles, was der Fernseher an Weltbildern präsentiert, präsentiert er in gleicher Form. Problematisch ist also an den multimedialen Netzwerken nicht, dass sie uns über Themen informieren, sondern dass sie jedes Thema als Information präsentieren. Alles also wird uniform, alles ist gleich nah und gleich fern und dies wiederum führt so anders zu einer Neutralisierung aller Ereignisse. Gleichgültigkeit meint, alles ist gleichgültig. Das hat zur Folge, dass völlig disparate Elemente in der Simultanlieferung einer Nachrichtensendung in eine falsche Einheitlichkeit gepresst werden. Rückwirkend werden wiederum Tagesereignisse dazu gezwungen, sich ihren medialen Aufbereitungen anzupassen. Ansonsten tauchen sie als Ereignis einfach nicht auf. Anders Kritik am Fernsehen zielt also auf das Ganze, nicht auf einzelne Sendungen oder Formate. In dieser Kritik ist wiederum das enthalten, was er schon in seiner philosophischen Anthropologie tat, und zwar die Form der philosophischen Übertreibung. Auf diese Weise will er Kampfthesen entwickeln, um so einen Diskurs zu entfachen. Doch Anders Medientheorie, die durchaus Überschneidungen zur Frankfurter Schule hat, verhallte mehr oder weniger im Nichts, während wir uns bis heute über die Frage nach der Kulturindustrie ja bekanntlich den Kopf zerbrechen.
Die ideologische Wirksamkeit des Fernsehapparats hatte Anders aber durchschaut. Zitat: Keine Entprägung, keine Entmachtung des Menschen als Menschen ist erfolgreicher als diejenige, die die Freiheit der Persönlichkeit und das Recht der Individualität scheinbar wahrt. Zitat Ende. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.